Und damit wieder ein herzliches Willkommen, Leute. Willkommen. Ich würde sagen, wir sollten erstmal auf die Karte schauen, Alter. Digga. Schau erstmal auf die Karte. Dankeschön. Und da geht's auch gleich mal los, Leute. Wasserversorgung, das kennt ihr ja sicher auch schon von meiner Beta-Folge, die was so top motiviert noch immer angeschaut werden. Ich weiß nicht, was die Leute von der Beta haben, aber... Alles klar, einfach nur, weil es wahrscheinlich auch einer der ersten Videos ist, was dann auch angezeigt wird. Es kann möglich sein, kann auch nicht, weiß nicht, irgendwie ist da hin und wieder ein bisschen YouTube ein Arsch in meinen Augen, wenn ich das so sagen darf, Bro-Webseite, sag mal Bro-Webseite, dass man zum Beispiel bei Mafia nicht einmal den Kronk sieht. Nicht einmal den Kronk sieht bei Mafia 3 Videos. Also das finde ich schon ein bisschen hart. Also das man sieht dann irgendwann einmal ganz weit unten mal sein Profil. Das muss man aber auch dazu erwähnen. Aber sonst, Video habe ich in den ersten Wochen nicht gesehen. Also das finde ich wirklich enttäuschend, finde ich persönlich. Und dann auch noch die ganz anderen YouTuber, die was versuchen, irgendwie erfolgreich zu werden oder sonst irgendwas. Oder einfach so wie ich einfach... Auch wenn du nicht mal 0 Abonnenten hast, trotzdem, so wie ich zum Beispiel, einfach drauf los, Let's Plays, einfach weil du Spaß haben willst, einfach weil es eine geile Community haben willst. Dankeschön, Bros. Hallöchen. Aber das Hallöchen ist auch wieder ein bisschen zu spät, sorry. Aber ich würde sagen, nicht so viel labern. Schauen wir einfach, dass wir das jetzt dann noch erledigen mit der Wasserversorgung. Alter, richtig geil. Dann werden wir natürlich gerne mal... Unsere ersten Gegner. Und natürlich, da schauen wir erstmal, dass wir hier auch gleich was weiterbringen. Das war, wenn wir schon so lange nicht mehr gespielt haben. Wow. Und auch noch so einen großen neuen Bildschirm haben. 4K! Richtig nice. Und damit sich das auch richtig lohnt, dann auch noch die PS4 Pro zu kaufen. Ist ja egal. Aber ich werde trotzdem auch so welche Spiele wie der Division, was ich richtig aussehen, was richtig lang gezockt wird, werde ich natürlich so spielen. Wir schauen, dass wir hier mal runterkommen. Dein Schild kannst du dir mal... den allerwertesten Schild, mein Freund. Und runter! Oh, da haben wir schon. Mal kurz nachladen hier. Oh, hoppala! Ist ja auch nicht schlimm, wenn sie uns behindern. Oh, nice. Warte. Puh. Also irgendwie kommt es mir so vor mit dem neuen Fernseher, dass sich die Steuerung irgendwie geändert hat, finde ich persönlich. Das hört sich urdeppert an, aber ich weiß nicht. Ist es euch auch schon mal so ergangen? Weiß nicht. Oh, Alter, der legt das schon wieder auf. Der hat schon wieder anlauft. Der ist schon wieder heute Morgen quiekst anscheinend. Das... Na, der... Warte kurz. Ja, mach mal das. Wasserdruck im kritischen Bereich. Nice. Warte, da haben wir gleich mal die Spassen. Warte, den unten da. Zack. Und wieder. Natürlich viel zu einfach für uns. Viel zu einfach. Na komm, stirb. Erst. Geschissener Sorscher. Yeah. Der will hier anscheinend eine richtig nice Show. Wow. Eine richtig nice Show auflegen hier. Alter, mit so. Was hat denn sich da. Eine Pistole oder was? Hat die ganze Zeit das Schild um? Na warte, ich geh mal auf. Und zack. Ich bin natürlich der Laufbursche. Das dürft ihr auch wieder nicht vergessen. Ich bin natürlich der Laufbursche, mach das. Stell das alles klar. Hier, warte, wir sollten da mal kurz schauen. Wow, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Wie schau... Oh, ja. Ich würde sagen, gesehen. Na warte. Ja, du mit deiner Warnung. Ganz bisschen mal. Hi. Gib, stipp, stipp. Danke schon, Bro, dass du mir den Auge übrig gelassen hast. Also, du bist ja wirklich sehr freundlich. Also anscheinend. Irgendwas ist mit dem Mad. Der ist top motiviert anscheinend. Nice. Wow. Nice. Perfekt. Brauche jetzt irgendwie länger, kommt mir so vor. Oh, wie süß. Machst du ihn fertig oder soll ich? Nice. Der spielt die ganze Zeit mit der Pistole. Wieso habe ich Angst? Wie, also... Was ist halt mit dem? Ernsthaft?
Wasserdruck im kritischen Bereich. Ich mag schon, ich mag schon. Ich hab gesagt, ich mag schon. Verstehst du mich nicht? Der braucht einen aus dem Maul. Hier, bitteschön. Ah, daneben. Oh, ey. Na komm, stirb. Oh, warte, der bekommt einen aufs Knack. Er bekommt eine auf die Flasche, weil er eine Flasche ist. Oh, also diesmal haben sie es jetzt nicht mehr türkis, sondern blau gemacht. Wow. Wow. Yes. Viel zu einfach für ihn. Und für mich. Habe ich schon erwähnt, auch für mich. Na gut. Warte, ich will mir das grüne da auch noch auf meinen Nacken gönnen. Oder auf meine Kehle. Aber ich würde sagen, erstmal ganz kurz ein Wow. So. Wow, die haben die Farbe geändert. Finde ich gut. Finde ich. Mag ich. Mag ich irgendwie. Kann man es ein bisschen unterscheiden. Warte kurz, wir haben ja das Scharfschützengewehr. Was haben wir denn da noch Schönes? Das will ich jetzt mal alles mal da so kurz weg. Damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Also ernsthaft und so. Wäre nicht schlecht, wenn wir ein bisschen mehr Platz hätten. Okay, nice. Ich will jetzt aber nicht wirklich jetzt auch einen Stress machen oder ein bisschen zu lange brauchen. Aber ich will mich da jetzt schon ein bisschen umschauen. Da ein bisschen was loswerden, weil wenn es schon voll wird, dann ist es ein bisschen zart. Ein bisschen zart, aber wir können schon. Ganze Zeit vorher einen Stress machen und jetzt braucht er länger als wirklich. Ah, let's go! Aber. Nice, ich bin schon wieder persönlich die Grafik schon wieder. Schaut so geil aus! Schon wieder schon. Bisteppert. Alter. Ich kann mich sogar auf den Mist freuen. Ich finde irgendwie das. Schaut alles viel geil aus. Viel geiler irgendwie. Das hat irgendwie so ein. Noch ein Kick mehr, finde ich. Ich erwähne das jedes Mal. Ich erwähne das wirklich jedes Mal. Das gehört aber auch wirklich mal gelobt, ernsthaft. Ich höre das viel zu wenig. Wir nehmen uns das als nächstes und dann nehmen wir halt da, wo wir halt die Scan machen müssen und dann was Gutes bekommen. Aber finde ich nicht schlecht, dass sie das mit der Farbe geändert haben. Ich mag irgendwie das Blau. Du siehst es ja, ich nehme mir das, ich gönne mir das einmal. So, du schießt eh mal alle ab. Dankeschön. Oh, du willst mich überraschen und schreist da die ganze Zeit herum, oder wie? Oh, nice. Aber, warte kurz. Okay, das ist die andere Waffe. Perfekt. Wie du willst. Ganz ruhig. Ladies first, Bro. So, schauen wir mal kurz. Braucht noch? Kommt eh schon raus. Perfekt. Oh, geil. es kommt aber auch schon wieder so vor, wie wäre es noch besser als wie vorher, wie ich auf dem PC gespielt habe. Weil ich vielleicht schon lange nicht mehr auf dem PC gespielt habe, der Division. Kann auch möglich sein. Aber, ja, ich würde sagen, wechseln wir einfach mal zu der Waffe. Ich stehe irgendwie auf die. Ich bin äußerst beeindruckt. Ja, dankeschön. Wirklich vielen Dank, das hört man wirklich viel zu selten. Bro, was haben wir da? Deiner. Wie wär's mal, wenn wir mal essen gehen? Wie wär's damit? Also, wir müssen ja auch ein bisschen so einen Open-World-Stil da reinbringen, dass wir auch mal essen gehen. Schick essen gehen, verfaultes Essen oder so. Oder, verseuchtes Essen. Wieso? Es muss ja nicht immer der Dollar der Übertragbare sein. Wieso kann kein Mensch der Übertragbare sein? Also, ich meine halt, nachdem. Ganz körperlich, so wenn er einen ausatmet, dass du schon alle ansteckt. Nice. Und da ist es auch wieder mit dem Scan. Kann man hochfahren. Also hoffentlich finden wir das. Also wir sind zu zweit. Also, wenn wir das nicht finden zu zweit, dann ist es schon ein bisschen peinlich. So, nice. Nice. Und rauf mit dir. Ja. Okay, eine Seite oder die andere Seite ist kein Problem. Wir kommen beide rauf. So, zack, zack. Einmal kurz reinschauen, ob sich da vielleicht irgendjemand duscht oder umzieht. Man hört sie schon Flamme an. Hört sich richtig nice an.
Von Weitem wird sie auch miteinander reden und so. Ah, da hört man. Ja, na kommt's. Bisschen brennen, gell? So. Nice. Der nächste bitte. Oh, ich sollte wirklich ein bisschen weiter weggehen von ihm. Warte, geh, lauf. Ich finde irgendwie, das wirkt jetzt auch ein bisschen farbkräftiger, kommt mir nur so vor, oder? Ja, nicht, dass er da gleich mal. Der stolpert gleich mal. Nee, du musst dich gleich meine Schuhe küssen, nur wenn du willst. Also, musst ja nicht, aber. Der fällt gleich auf. Fährt gleich um und denkt sich, oh mein Gott, es ist ein Opfer. Und wirklich die Schuhe küssen. Und zack. Einmal kurz Daten abschicken. Perfekt. Ja, ich mache hier schon. Sorry, Bro. Sorry. Okay. Wir haben uns wieder beruhigt. Wir sind 9, gell? Schauen wir mal ganz kurz. Bei Ihnen alles klar? Stufe 10. Ich will nur für alle Fälle schauen, also nicht, dass wir dann ein bisschen zu abgeschwächt sind. Achso, wir haben ja noch das da. Perfekt. Dankeschön, Bros. Die müssen wir extra noch ganz schnell in die Kommentare schauen. Dinger, du bist voll Idiot. Nee, du nicht live. Vielleicht irgendwann einmal. Also, könnt's mir schon irgendwann einmal gut vorstellen. Jetzt habe ich das eigentlich, das eine Paketchen da vergessen. Aber egal, macht dir nichts. Irgendwann kann ich es mir schon einmal vorstellen, so live, aber ich mag irgendwie das Twitch irgendwie nicht, ja, anschauen mag ich schon, also, aber ich mag das, ja, nice, okay, ich hoffe, jetzt schafft es auch runter, perfekt, nein, ich mag das irgendwie nicht, wenn dann dieses gespeicherte Video auch nicht wirklich dann drauf ist, oder ich check's irgendwie nicht, dass es halt nicht drauf geht, oder du musst eine gewisse Anzahl an Aufrufe haben. Habe ich mich noch nicht wirklich so extrem erkundigt, deswegen, also mich würde schon irgendwie ein bisschen interessieren und so, mal live und so. Ich mag das lieber auf YouTube, das bleibt dann auch auf YouTube. Das kann dann noch weiterhin jeder sehen und da kann ich mir auch sicher sein, also ja. Wenn, dann würde ich es mal auf YouTube machen, aber wenn, dann vielleicht mit einem anderen Mikrofon, weil es mir ja doch ein bisschen zu leise ist, und da habe ich mir doch irgendwie die Befürchtung, dass mich dann nicht mehr so viele gut hören oder wirklich sehr leise hören, und das ist mal wieder das Thema zu Livestream. Jetzt sei kein Arschloch, ich habe sie gesehen. Ja, so ein Arschloch. Wie schaut's denn da aus? Oh, da müssen wir natürlich gleich mal wieder plündern. Müssen wir natürlich gleich mal ein paar Spiele wieder plündern, oder? Also damit wir dann die ganzen Spiele Gewand oder sonst irgendwas konstruieren. Mit was können wir denn eigentlich das nochmal konstruieren? Waffen? Na. Boah, müsste ich nochmal schauen. Ganz vergessen, mit was man da eigentlich die Videospiele, Elektronik da basteln kann. So, was dann noch, nicht noch ein Toaster für daheim, also wenn es da schon so offen liegen ist, dann könnte es doch wenigstens mal kurz durchschauen. Warte, jetzt raus rein. Das heißt, ja, passt. Haben wir das auch alle checkt. Boah, das schaut aber nice aus. Oh. Es ist weg. Alles. Nicht klar? Nee. Es verschwindet einfach. Nice. Warte, wir müssen da, genau. Wir müssen so entlang. Unbedingt so entlang, weil das kenne ich noch von der Beta und alles. Und da bin ich schon so zig Male da schon so durchgegangen. Da müssen wir dann seitlich dann aufpassen. Und dann geht's da durch irgendwo seitlich. Alter, das ist so schön mit voller Mist und so. So. Ernsthaft, so wunderschön kreativ gestaltet, das muss einfach nur gelobt werden. Ernsthaft. Mir kommt es auch noch so vor, wir hätten es ein bisschen bei der Umgebung auch noch ein bisschen gepfeilt. So, dass sie da vielleicht dann noch ein bisschen was besser gemacht haben. Da kommt man da durch? Nee, kommt man nicht durch. Alter, jetzt bin ich da eh schon die ganze Zeit da so. Jetzt wird es langsam peinlich. Okay, wurscht. Es geht aber durch. Wir haben wahrscheinlich die Tür da verpasst. Aber wir gehen jetzt einfach dadurch.
Wait, da kommen wir eh durch. Machen wir da auf. Schauen wir mal kurz. Machen wir da auf. Genau. Dankeschön. Und jetzt sollten wir nur noch schauen, dass wir da auch irgendwie noch durchkommen. Wo lohnt sich uns da hin? Im Gottes Willen. Ja, ich komme da durch. Perfekt. Haben wir da noch irgendwo was kurz? Bro? Haben wir da was kurz? Nee. Ein bisschen einen Kühlschrank vielleicht, einen guten Schokoriegel, einen guten Whisky oder sonst irgendwas. Nee. Na gut. Dann können wir uns leider nicht ansaufen, aber dafür können wir da durchgehen. Dann müssen wir einfach nur da. Und wenn ich mich auch recht erinnere, wenn du das erste Mal wirklich gleich am Anfang da durchgehst, hast du gleich mal so einen gelben Typen, glaube ich. Und der macht dich so übelst fertig. Alter, ich habe mich so oft geärgert. Ich glaube, da sind wir eh schon Stufe 9. Was das gleich mal für einen Unterschied hier macht, ist ja wirklich ein Wahnsinn. Oh, nice. Alter, das ist ja perfekte Vergewaltigung für jeden Neukömmling hier. Also, Bro. Nice. Warte kurz, geh weg. Ach, Alter, ich will doch nicht auf den Nacken drauf schießen. Also, zack. Yes. Perfekt. Oh. Geschütz, Geschütz, Geschütz. Geschütz. Das ist so ordentlich. Dankeschön. Das kann passieren. Ernsthaft, Leute. Wenn du dort am Anfang hingehst, das kann jedem passieren. Wirklich, das ist super. Man muss sich vorstellen, wenn ich das jetzt alleine begonnen hätte, bis der Bot, also, da wär's zugegangen. Na, da finde ich es jetzt aber auch richtig super. Das ist ja auch ein bisschen schwer zu finden. Ist. Persönlich, ich fand das richtig schwer zu finden alles. Mach jetzt da mal auf, du. Kannst du jetzt nicht mal mehr ein Schloss knacken? Dankeschön. So, sehr freundlich. Dann gleich mal öffnen, weil da bekommt man auch richtig gute Sachen, finde ich persönlich. Nicht bei jedem, wo man einen Dietrich hat. Ich verspreche mich heute schon die ganze Zeit. Nicht, weil ich so hektisch bin, sondern weil ich so ein bisschen nervös war die ganze Zeit. Aber na gut. Es liegt daran, weil ich wieder mit meinem besten Kollegen hier spiele, weil wir so extrem Hardcore-Synchronisation da haben und ich muss mich natürlich drauf einstellen können. Aber okay. Da haben wir nicht so viel Scheiße, sondern ja, ich würde sagen, gehen wir einfach nochmal eins rauf, weil wenn er da schon unten ist, dann gehen wir halt da. Yes. Wieder scannen. Perfekt. Kontaminationsscan eingeleitet. Da, ja, wieso nicht? Also es wäre nie schlecht, wenn wir da mal kurz auffüllen. Für alle Fälle. Also, wäre nie schlecht, wäre nie schlecht. Oben ist dann wieder das nächste. Sonst plündern würde ich jetzt nicht wirklich sagen, weil mitnehmen können wir sie ja sowieso nicht. Sonst gibt es da noch irgendwie was Wichtiges. Nee, nee, gell. Na. Aber dafür den nächsten Scan. Kontaminationsscan eingeleitet. Ja, ja, wir klettern gleich mal darüber, das wissen wir eh schon, aber da sieht man eh schon wunderschön den Punkt. Warte, da gehen wir jetzt einfach durchs Gebäude durch. Weil hier noch alles ausfindig, also Entschuldigung, also. Jetzt holen wir uns diese Arschlöcher, die sollten wahrscheinlich jeder Stufe 4er sein oder sonst irgendwas. Ja, genau. Genau du. Oh, das hört sich so brutal an. Zack, 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 zack. Nice. Nice. Und zack. Oh, jetzt haben wir auch schon richtig gute Sachen wie Griffe. Oh. Kontamination. Nice. Abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Und da haben wir auch noch was. Perfekt, Leute. Perfekt. Muss ich jetzt wieder natürlich alles umschauen. Hm, wir sollten unbedingt da mal die Waffen da weggeben. So. Also, bevor wir mal da die anderen Sachen da mal anschauen, sollten wir mal die Waffen hier weggeben. Okay, natürlich sind die ein bisschen besser, aber blau. So, das sagt schon alles. Blau und weg. Bist du? Bist du wankern? So und tschüss. Ernsthaft? Wieso mag er das? Ich muss mir da nicht gleich gönnen oder sonst irgendwas. Boah, so. Da hätten wir um einige bessere Waffen auch gehabt, aber der will mich verarschen. Ernsthaft, was ist denn heute los? Aber na gut. Da haben wir ja voll, da haben wir was Blaues. Oh. Ich gönne mir trotzdem das Blaue. Nur für alle Fälle.
Also wir benutzen ja sowieso eigentlich gar nicht. Benutzen ja gar nicht mal die Pistole, aber hin und wieder kann man schon gut gebrauchen. Oh, der randaliert da schon. Scheiße. Muss mich beeilen, sorry Leute. Oh, Stufe 10, Mist. Ausnehmer, nee, da kriegen wir natürlich um einiges besser. Also, da brauche ich mich jetzt schon nicht entscheiden. Ernsthaft. Zack. So, schluck einmal, du Schluckspecht. Okay, zack. Und nice. Nice. Unbedingt mal runter. Alter, die. Ist schon wieder die nächste Runde, oder was? Wollen wir schon wieder? Aber diesmal krabbe ich, wenn. Okay. Geh runter. Zack. Ja, gleich dann so drauf landen. So, zack. Und dann so. Genau reingerutscht. Und dann so. Wo ist mein Bierchen? Okay, gehen wir mal. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Leute? Wir sind noch Stufe 9. Das ist. Wir würden es locker schaffen. Ich sag's einfach mal beinhart, wir würden es locker schaffen. Aber. Ja. Wir haben das Hauptquartier der Chinas gefunden. Gehen wir dorthin. Wir benutzen eine Baustelle als Operationsbasis und Nachschublager. So, gehen wir dann mal kurz durch. Perfekt. Wenn man genug Napalm kocht, um ganz Canarsie zu grillen. Genau. Was Benitez sagen will, ist, dass sich dort auch ihre Hauptproduktionsanlage für Napalm B befindet. Ohne die Anlage wären die Chinas ein sehr viel kleineres Problem. Natürlich können sie nicht einfach da reingehen und den Stecker ziehen. Dieser Joe Farrow ist anscheinend ihr Anführer und er hat die Hälfte seiner Leute zur Verteidigung zusammengezogen. Die müssen sie ausschalten, sonst wird das nicht. Ja, aber wie schnell, der war so motiviert jetzt gerade, dass er gleich mal eine in die Fresse hauen wollte. Shit. Sogar der Charakter ist motiviert. Nur ich anscheinend bin irgendwie fehl am Platz. Oh, richtig nice. Natürlich wäre das jetzt irgendwie besser, dass man auch ein bisschen mehr Gespielstoff hätte, wenn man sich sofort in dieses Wort. Ja, ich renne einfach weiter. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd von mir aus, aber. Wir rennen durch. Wir rennen durch. Wir rennen durch. Yes. Nein. 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 Lauf. 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 Lauf einfach, lauf. Scheiße, ich krieg Punkte. Er macht sie alle fertig. Er macht sie alle fertig. Nein, ich will das später machen. Dafür habe ich auch die Napalm. Produktion steht höher. Kommt er? Ja, jetzt kommt er erst. Jetzt, wo das schon alles vorbei ist. Er könnte auch einfach hinspawnen, halt zu mir hinspawnen. Oder dann später halt Schnellreise aktivieren. Oh, ich muss sagen, wir müssen jetzt unbedingt einmal so in so dunkle, gefährliche Gassen auch mal durchgehen. Also wir müssen ja auch die Schandflecke da auch mal herausfinden, wo die denn sind. Also diese ganzen Penner und so sind. Aber wir sind ja auch alle geflohen. Also wieso sind die ja keine Penner? Also, es wäre nicht einmal so schlecht, wenn sie es auch vielleicht so irgendwie so reingebracht hätten. Nicht nur Hunde. Jede Menge Hunde. Also ist ja eh klar, dass halt sowas auch natürlich vorkommt. Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal eine Nachricht gekriegt. Das tut mir leid, wenn man das gehört hat. Ja, denke ich, das Handy wegschmeißen soll. Aber ist ein bisschen. Arsch. Weil das würde natürlich einen Tick realistischer machen, weil natürlich kann sich das nicht jeder leisten oder nicht jeder fliehen. Oder es ist halt irgendwie so gemacht, dass man da jetzt so zack, zack, zack. Ha! Ich geh mal kurz in Deckung. Dankeschön. Ich komme jetzt schon in Schwierigkeiten, obwohl die Mission noch nicht einmal begonnen hat. Nice. Warte, jetzt zack. Hier! Perfekt. Oh, hey. Und zack, 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 zack. Oh, perfekter Schuss. Aber leider nicht explodiert. Oh, nice. Nice, 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 nice. Oh, wir müssen uns da durchkämpfen, oder wie? Nee, nur da einen Platz. Oh, das war okay. Und man dachte, ich darf mich jetzt richtig leibend durchkämpfen. Oh, das könnte. Also wenn das in der Zukunft so ausschauen würde, dann wäre es richtig nice.